Herzlich willkommen zum großen Quiz der Radfahrer. Ich bin Ranger Frank und heute Ihr Quizmaster. Und das ist mein Kandidat, Norbert Nadelbaum. Begeisterter Radsportler und nach eigenen Angaben ist ihm kein Berg zu steil, seitdem es E-Bikes gibt. Und das ist der große Preis. Eine Jahreskarte für den Nationalpark Bayerischer Wald. Damit ist Ihnen ein Jahr lang kostenloser Eintritt in den Nationalpark gesichert. Der Eintritt in den Nationalpark ist sowieso immer kostenlos. Von daher bringt der Preis eher nichts. Beginnen wir gleich mit Frage 1. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist ein Naturschutzgebiet, welches touristisch erschlossen ist. Dabei konzentrieren wir uns in erster Linie auf A, den Wandertourismus, oder B, Fahrradtourismus. Das ist leider falsch. In erster Linie konzentrieren wir uns auf den Wandertourismus. Hätte der liebe Gott die Fahrradfahrer gewollt, so hätte er bei uns auf die Berge verzichtet. Ja, war ja wieder klar. Alles nur für die Wanderer, weil das ja jetzt so in ist. Trotzdem vergessen wir unsere Fahrradfahrer nicht und bieten ein 200 Kilometer langes Radwegenetz. 200 Kilometer, das schaffe ich in meiner Mittagspause. Also mit dem E-Bike halt. Frage Nummer 2. Schilderkunde. Was bedeutet dieses Schild? Durchfahrt verboten. Hä? Aber was hat das mit mir zu tun? Auch Fahrräder sind laut Straßenverkehrsordnung Fahrzeuge und fallen unter dieses Gebot. Sollten Sie dennoch nicht auf Ihr Fahrrad verzichten können, so versuchen Sie doch den Aufstieg mit einem Einrad. Aber bitte laden Sie mich und meine Kollegen ein, denn diesen Spaß wollen wir uns nicht entgehen lassen. Ha, 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 ich lach mich tot. Und ob Sie es glauben oder nicht, aber auch diese Verbotsschilder dienen Ihrer eigenen Sicherheit. Totholz kann seine abstehenden Äste leider nicht mehr kontrollieren, weil, Achtung, Wortwitz, es ja tot ist. Hey, okay, so schlecht war jetzt auch wieder nicht. Und wer hat schon Lust auf eine Wade am Spieß? Isha! Okay, ich wusste nicht, dass die noch gibt. Wenn wir schon bei Durchfahrt verboten sind, was bedeutet das? Ist es A, ein Hindernis für Springreiter? B, eine Sicherung vor... Entschuldigung, was ist das? Ich bin eine Lawine! Okay, eine Sicherung vor Lawinenabgängen. Oder C, eine Barriere für Radfahrer. Und hey, nicht drüberheben! Frage Nummer 3. Nennen Sie drei bekannte Ausreden von Fahrradfahrern. Ich habe das Schild nicht gesehen. Ich fahre hier schon, seitdem ich ohne Stützen fahre. Und ich schieb das Fahrrad den Berg rauf und wieder runter. Bravo. Der Punkt geht an den Fahrradfahrer. Yes. Ausreden sind mein Spezialgebiet. Ach, und sollte es mal zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit zwischen Ihnen und meinen Kollegen kommen, bitte bleiben Sie freundlich. Sie sind ein Wildschwein. Sie hornloser Ochse. Sie einbeiniger Komoran, das große Buch der Tierwelt. Wir sind zwar immer wieder erstaunt, wie viele Tierarten Sie auswendig können, aber lassen Sie uns doch von Mensch zu Mensch diskutieren. Wir haben ja meistens sowieso recht. Frage 4. Gehen wir in die Praxis. Was läuft an diesem Beispiel falsch? Hey! Ja, passen Sie halt auf! Spinnt doch die Alte, oder? Die Wanderin hätte ja viel früher zur Seite gehen sollen. Der Fahrradfahrer wäre fast gestürzt. Hier laufen zwei Dinge falsch. Zum einen handelt es sich hier um einen ausgewiesenen Wanderweg, wo Fahrradfahrer nichts zu suchen haben. Und zum anderen kann es sein, dass bei Ausweichmanövern seltene Arten wie der Sonnentau oder eine Kreuzotter zusammengetrampelt werden. Jetzt bin ich platt wie eine Flunder. Und Flunder gibt's in der Nordsee, aber liegt bei uns im Nationalpark. Hin und wieder kommt es vor, dass sich Fahrradfahrer und Wanderer einen Weg teilen. Der ist aber dann extra breit. Wir bitten einfach, aufeinander Acht zu geben. Hey, reiß dich zusammen! Bei so viel Harmonie könnte ich immer fast weinen. Somit hat unser Fahrradfahrer 2 von 4 Fragen richtig beantwortet. Das reicht aber leider nicht für die Jahreskarte Nationalpark Bayerischer Wald. Brauch ich auch nicht. Ich habe den Eindruck, ihr wollt uns Fahrradfahrer hier gar nicht haben. Stimmt. Nein, Scherz. Wir lieben Sie genauso. Aber am besten betreiben Sie bei uns Bike und Hike. Also Sie fahren mit Ihrem Fahrrad zu einem Fahrradparkplatz und dann gehen Sie einen wunderschönen Rundweg. So haben Sie Fahrrad- und Wandergenuss in einem. Ja, und somit hätten wir das Wichtigste geklärt.
Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Und jetzt wünschen wir euch noch viel Spaß im Nationalpark Bayerischer Wald.